Merkt ihr auch die Entwicklung? Merkt ihr die Verbesserung? Merkt ihr, wie ich meine Stimme besser einsetzen kann? Auch jetzt im Gespräch. Ich habe schon seit 10 Jahren YouTube gemacht und jetzt rede ich ganz locker und frei vor der Kamera. Ich kann genau meine Gedanken auswählen. Ich weiß genau, wann ich was sage und wie ich es sage. Ich schreibe immer noch keine Skripte. Ich lese nichts ab vom Teleprompter oder ich halte nichts hoch. Ich lasse mir nichts vorsagen. Ich kann einfach hier so durch die Gegend reden und Gespräche machen, die man immer wieder hören kann, die flüssig klingen, die kaum bis keine Füllwörter haben. Und obwohl ich auf die Umgebung aufpasse und nicht irgendwie in Leute stoßen will oder an Straßenlaternen, bin ich immer fokussiert. Ich weiß genau, wo es hingeht. Das will ich sagen, die Verbesserung. Man verbessert sich, wenn man es etwas länger macht. Weil ich länger in die Kamera rede, kann ich das. Ich mag es, meine Stimme zu hören, wenn ich etwas bearbeiten muss. Und mittlerweile habe ich mich genauso akzeptiert, wie ich bin. Sowohl die Optik, die Akustik, aber auch der Gehalt, auch die Bedeutung der Worte. Das Gleiche wird auch für die Musik so sein. Ich habe meine Instrumentalmusik verbessert, also richtig an den Instrumenten. Ich meine damit Klavier, Gitarre und Schlagzeug. Das sind die 3 Instrumente, die ich spiele. So. Ich meine aber auch instrumental im Sinne von der Musikproduktion am Computer. Das heißt, im FL Studio mache ich die Musik, die Beats. Klingt immer besser, klingt immer sauberer, klingt immer kreativer. Und es geht auch komplett ohne Sample. Ich bin eh besser ohne Sample als mit irgendwelchen Samples von den anderen Websites wie Sematics. Und dann wird immer besser. Jetzt will ich nur besser mischen, aber das ist der letzte Schritt, mischen und mastern. Und dann ist alles einfach kommerziell auf dem höchsten Standard.